Und was kann man zum Glück sagen? Jetzt zuerst Buddhas Perspektive. Es gibt zwei Arten vom Glück. Es gibt das Glück, was da ist, wenn schöne Bilder im Spiegel sind. Das ist so ein vergängliches, ein bedingtes Glück. Das zeigt sich, wenn es einem gut geht. Und hat man Schwierigkeiten, ist das weg. Und dann gibt es das richtige Glück. Und das richtige Glück ist, wenn man die Leuchtkraft des Spiegels hinter den Bildern erkennt. Wenn man die Tiefe des Meeres unterhalb seinen Wellen, wenn man das erkennt, was durch unsere Augen schaut und Ohren hört und die Dinge wahrnimmt. Wenn das erfahren wird, ist das echtes, dauerhaftes und unzerstörbares Glück. So Glück ist einfach eine Frage davon, was für Werte wir haben. Und wenn wir zum Beispiel einsehen, dass unser Geist Raum ist und unzerstörbar, ja, dann ist das eine Sicherheit. Und wenn man dann auch noch dazu entdeckt, wie reich dieser Raum ist, was er alles bringt und erfährt, was er alles tun und erleben kann, ja, das ist ein zweites Glück. Und kann man sich dann in der Welt breit machen? Kann man dieses Glück ausdrücken? Kann man durch die Welt gehen und wirklich fühlen, dass man den Wesen irgendetwas gibt, dass sie plötzlich eigene Fähigkeiten entdecken, eigene Selbstständigkeiten, eigene Möglichkeiten und eigene Kraft? War das ein Superglück. Ein Superglück, ein richtig großes Glück, dass man weiß, es geht weiter, wenn man selbst weg ist, das geht weiter, das wird die Leute beflügeln und es wird ihnen ermöglichen, wirklich zu erkennen, wie toll sie sind und was sie an Möglichkeiten besitzen. So das alles, würde ich sagen, ist ein wirkliches, wahres Glück.